Punkt 13. Beitritt des Rates zum Bürgerinnenbegehren Radentscheid. Das Verfahren würde jetzt wie folgt sein. Ich hoffe, wir treffen damit Ihre Interessen. Der Rechtsdezernent Christian Kromberg wird noch mal was sagen zur Einordnung und Gültigkeit des Bürgerinnenbegehrens, weil es da Irritationen gab. Dann gibt es die Gelegenheit, das müssen wir nur abstimmen, denn spricht jemand dagegen oder enthält sich, dass wir den drei Vertretungsberechtigten das Wort erteilen. Sie halten insgesamt 15 Minuten. Es würde beginnen Clara van Eickels, danach Jonathan Knaub und Dr. Björn Ahaus als Drittes. Bitte Sie auch wirklich, sich an die Redezeit zu halten. Und danach würde ich, da wir wirklich alle Fraktionen hier, die großen Fraktionen Anträge haben, die teilweise sich ergänzend, teilweise gemeinsam. Ich würde danach die Debatte eröffnen in der Größe der Fraktion. Ist das okay? Weil wirklich alle sich gemeldet haben. Dann haben wir für die erste Runde auch eine Reihenfolge und danach geht es nach Wortmeldung. Und danach machen wir Pause. Ich freue mich natürlich sehr über die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die auf der Tribüne, wahrscheinlich mit Blick auf die T-Shirts, kann ich das identifizieren, gerade für diesen Tagesordnungspunkt da sind. Ich weise gleichwohl darauf hin, Sie sind als Zuhörer herzlich willkommen. Sie dürfen aber weder Beifall noch Missfallensbekundung abgeben, sonst müsste ich einschreiten. Das wäre nicht schön, wollen wir auch nicht. Aber bitte Sie einfach hier dem Rat die Gelegenheit zu geben und Ihren drei Vertretungsberechtigten ansonsten sich nicht durch Geräuschkulisse an der Debatte zu beteiligen. Können wir so verfahren? Christian Kromberg. Und die drei Vertretungsberechtigten können schon mal nach vorne kommen. Herr Bürgermeister, meine Damen, meine Herren, der Rat kann dem Bürgerinnenbegehren Ratentscheid Essen heute nicht förmlich beitreten. Das setzt nämlich voraus, dass der Rat zunächst die Zulässigkeit des Begehrens feststellt. Hier steht aber zum Beispiel noch die Prüfung aus, ob das Unterschriftenquorum erreicht wurde, wie sich aus § 26 Absatz 4 der Gemeindeordnung NRW ergibt. Nach der Feststellung der Zulässigkeit wird der Rat dann die Entscheidung treffen, dem Bürgerbegehren zu entsprechen oder nicht. Im letzteren Fall wäre innerhalb von 3 Monaten ein Bürgerentscheid durchzuführen. Die vorliegenden Anträge der Fraktionen SPD, CDU, Grüne und Linke schließen sich inhaltlich, allerdings vollumfänglich, den Zielen des Bürgerinnenbegehrens Ratentscheid an. Findet sich also heute eine Mehrheit, so meine Rechtsauffassung, hat das Bürgerbegehren faktisch Erfolg. Ergänzend möchte ich noch darauf hinweisen, dass die überreichten Unterschriftenbögen beim Fachbereich 12, wir waren zuständig, bis auf Weiteres jedenfalls für 2 Jahre sicher aufbewahrt werden. Dies nur zur rechtlichen Einordnung, damit keine Missverständnisse auftreten können. Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir fangen jetzt mit den Vertretungsberechtigten an. Bis beginnt Frau van Eickels, bitte. Ja, lieber Herr Oberbürgermeister Kufen, lieber Verwaltungsvorstand, liebe Ratsfrauen und Ratsherren, liebe Essenerinnen und Essener und liebes Ratentscheid-Team. Vielen Dank erstmal, dass wir heute hier in der letzten Stadtratssitzung zum Ratentscheid sprechen dürfen und die Debatte eröffnen können. Gemeinsam mit einem Team von über 200 Menschen haben wir die letzten 11 Monate auf den heutigen Tag hingearbeitet. 23.693 Stimmen in gut 3 Monaten, trotz Corona und trotz Sommerferien. Mehr als 10% der WählerInnen, die 2014 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Das Quorum haben wir damit mehr als erreicht. 23.693 Mal möchten wir Danke sagen. Danke an alle EssenerInnen, die unterschrieben haben. Danke an alle Organisationen und Initiativen, Firmen und Geschäfte, Cafés und Restaurants, die unser Bürgerbegehren Ratentscheid so tatkräftig unterstützt haben. Der breite Zuspruch zeigt, der zeitgemäße Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur ist in der Breite der Gesellschaft angekommen und weitgehend unabhängig von parteipolitischer Orientierung ein Anliegen sehr vieler Menschen hier in der Stadt. Dieser Wunsch setzt wichtige Impulse für eine positive Stadtentwicklung, die Lebensqualität, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und letztendlich auch eine bessere wirtschaftliche Entwicklung mit sich bringt.
Klimaschutz, da Fahrräder komplett emissionsfrei auskommen, die Luft sauber halten und außerdem auch keinen Lärm verursachen. Aspekte, die hier in Essen bekanntlich an vielen Stellen ein großes Problem darstellen. Soziale Gerechtigkeit, weil Fahrradfahren ohne laufende Kosten wohl das günstigste Fortbewegungsmittel ist. Das macht es vor allem für alle bezahlbar, gerade auch für junge Menschen, die noch kein eigenes Einkommen haben. Lebensqualität, weil Radfahren besonders für Studierende und SchülerInnen, aber natürlich auch für alle anderen Altersgruppen, deutlich mehr Bewegungsfreiheit in der Stadt bedeutet. Unabhängig sein von den Eltern oder unzuverlässigen Straßenbahnen, auch nach dem letzten Nachtbus noch nach Hause kommen oder Ecken der Stadt erkunden können, die mit ÖPNV gar nicht erreichbar wären. Ich selber bin Studentin und ich finde, für eine attraktive Studierendenstadt gehört die Möglichkeit zum Radfahren einfach dazu. Eine Stadt mit guter Lebensqualität ist attraktiv, bietet mehr Möglichkeiten, lockt dadurch Menschen an und das wirkt sich auch positiv auf die Wirtschaft aus. Wir wollen, dass es für alle Menschen in Essen möglich ist, alltäglich sicher mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen, unabhängig von Alter, Fitness oder Abenteuerlust. Wenn sich jedes Kind auf dem Weg zur Schule, jeder Vater mit dem Fahrrad-Elterntaxi, jede Frau auf dem Weg zur Arbeit, alle Seniorinnen mit dem Rad auf dem Weg in die Innenstadt hier in Essen sicher fühlen, dann haben wir eine gute Fahrradinfrastruktur erreicht. 4x25% bei Modal Split, also 25% Radverkehr, 25% Fußverkehr, 25% ÖPNV und 25% Autoverkehr ist ein angemessenes Etappenziel, weil es die Gleichberechtigung von NutzerInnen verschiedener Verkehrsmittel beinhaltet, also auch die Gleichberechtigung von Fahrrad und Auto. Von dieser Gleichberechtigung sind wir in Essen leider noch sehr weit entfernt, was sich auch in der Verteilung der verwendeten Steuergelder, Personalressourcen, Straßenflächen, Kfz-begünstigenden Regelwerken und nicht zuletzt Regelüberwachung niederschlägt. Solange ich als Radfahrerin von Autofahrern beschimpft, bedrängt und in Gefahr gebracht werden kann, ohne dass es für die Verursachenden irgendwelche Konsequenzen gibt, haben wir in Essen keine Gleichberechtigung von Fahrrad und Auto erreicht. Darüber hinaus brauchen gerade die schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen, also FußgängerInnen und Radfahrende, besonderen Schutz, wie auch die letzten Unfallstatistiken eindrücklich zeigen. Unser Ratentscheid unterstützt Sie, lieber Stadtrat, also nun bei der Konkretisierung der bereits gefassten Beschlüsse zum Modal Split. Laut der Mobilitätserhebung der Stadt Essen aus dem Jahr 2019 ist der Radverkehr der Bereich, in dem der größte Nachholbedarf und damit akuter Handlungsbedarf besteht. Und laut Herrn Oberbürgermeister Kufen ist die Neuverteilung des Straßenraums ganz klar Aufgabe der Politik und ihm als Oberbürgermeister. Wir freuen uns also über den eingeschlagenen Weg zur Radverkehrswende und die bereits beschlossenen Maßnahmen zur Schließung der Lücken im Essener Radwegenetz. Durch unseren Rückenwind aus der Bürgerinnenschaft hoffen wir nun auf deutlich mehr Tempo und eine beherzte Umsetzung unserer Forderungen. Nehmen Sie diese 23.693 Stimmen ernst. Lieber Stadtrat, machen Sie Essen zur Fahrradstadt. Ich mache direkt weiter. Das, was wir heute hier unter dem Punkt Beitritt des Rates der Stadt Essen zum Bürgerinnenbegehren Radentscheid Essen in dem gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, den Grünen und fortgleich von den Linken finden, stammt 1:1 aus der Feder des Bürgerbegehren Radentscheid Essen. Es ist keine formelle Übernahme, wie gerade schon erläutert wurde, sondern man hat sich einfach diesem Bürgerbegehren dieses zu eigen gemacht und möchte das heute hier hoffentlich beschließen. Unseren Text hier im Wortlaut zu lesen, ist natürlich eine große Freude für alle, die den Radentscheid Essen unterstützend haben. Als wir vor 11 Monaten angefangen haben, hätten wir es noch nicht für möglich gehalten, was heute hier von 4 Fraktionen womöglich gleich gemeinsam beschlossen werden soll. Die 7 Ziele, die wir formuliert haben, das war ein langwieriger Prozess, da alle Ziele exakt auf die Ausgangslage der Stadt Essen zugeschnitten sind. 7 Ziele, die mit vielen, vielen Menschen im Vorfeld, mit Anwälten, mit Fachleuten erarbeitet wurden und zu guter Letzt auch mit der Verwaltung der Stadt Essen, dem Amt für Straßen und Verkehr, abgestimmt wurden. 7 Ziele, die auf 10.000 Unterschriftenblättern in der Stadt verteilt worden sind, bald 24.000 Mal von großen und kleinen Persönlichkeiten mit Name, Anschrift und Geburtsdatum unterschrieben wurden. In der Presse zuletzt
wurden unsere 7 Ziele nochmals auf einer ganzen Seite zusammengefasst und allen Bürgern erläutert. Und jetzt sind sie da, wo sie hingehören, hier in diesem gemeinsamen Antrag im Stadtrat der Stadt Essen zum heutigen Beschluss. Auch die äußerst wichtige Präambel hat es in einer zweiten Runde noch in diesen Antrag geschafft. Sie ist äußerst wichtig, da sie eine Maßgabe für alle 7 Ziele enthält. Ich zitiere: Keine der Maßnahmen soll zulasten des Fußverkehrs umgesetzt werden. Vielmehr wird eine Neuordnung des heute vom Pkw-Verkehr beanspruchten öffentlichen Raums erforderlich. Denn auch der Fußverkehr muss gefördert werden. Er hat zwar derzeit einen größeren Anteil im Model Split als der Radverkehr, aber er hat ein großes Problem, denn er ist rückläufig und da muss dringend gegengesteuert werden. Weiter heißt es in unserer Präambel: Bestehende Planung von Radverkehrsanlagen, ausgenommen bei Bebauungsplänen und Planfeststellungen, sollen vor der Realisierung angepasst werden. Dieses Detail mit den Bebauungsplänen, das kann durchaus aus dem Antrag wieder rausgenommen werden. Diese Einschränkung, die rührt nur daher, dass ein Bürgerbegehren diese Einschränkung gemäß Gemeindeordnung § 26 hat. Der Stadtrat kann auch andere Beschlüsse fassen. Wir schlagen also vor, die 3 Wörter bei Bebauungsplänen und aus der Präambel zu streichen. Der genaue Wortlaut der 7 Ziele ist aus der Vorlage bekannt. Einigen sicher auch schon etwas länger, denn seit dem Beginn der Unterschriftensammlung am 15.05. sind diese im vollen Wortlaut auf jedem Unterschriftenbogen nachzulesen. Nochmal in ganzer Kürze: 7 auf einen Streich, 10 Kilometer durchgängiges Netz für den Alltagsradverkehr, sichere Kreuzungen 3 Stück pro Jahr, Fahrradstraßen 25 Kilometer insgesamt an neuen, und zwar ohne Durchgangsverkehr, jährlich 8 Kilometer Radwege an Hauptstraßen, einheitliche Gestaltung, insbesondere mit räumlicher Trennung vom Gehweg, 12.000 neue Radstellplätze und jährliche Dialogveranstaltung zum Umsetzungsstand. Die Verwaltung hat diese Ziele bereits mit Kosten belegt. Die Gesamtkosten sind bekannt, 232 Millionen auf die Laufzeit von 9 Jahren. In diesen Gesamtkosten sind 15,3 Millionen für 19 Planstellen, die neu zu schaffen sind, enthalten. Und wenn dieser Beschluss heute kommt, dann sind wir als Radentscheid, als Initiative gerne bereit, in den kommenden Wochen einige Stellenausschreibungen in unseren Netzwerken zu verbreiten, damit auch ausreichend qualifiziertes Personal gefunden werden kann. Wir hoffen, dass ein heutiger sogenannter Beitritt zum Bürgerbegehren, aber auch der Radentscheid als gesellschaftlicher Prozess dazu führen werden, dass künftige Planungs- und Baubeschlüsse für die dann noch festzulegenden Einzelmaßnahmen mit deutlich weniger personellem und zeitlichem Aufwand beschlossen werden können, als das bei Radverkehrsprojekten in der jüngsten Vergangenheit der Fall war. Insbesondere, wenn es dabei um die Umverteilung des Straßenraums geht. Wenn wir parallel noch wirkungsvolle Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Model Split 2035 der Verwaltung durchgeführt sehen, insbesondere die Stufe 3 zum MIV, das sogenannte 25% oder auch Push-Plus-Szenario, dann sehen wir reelle Chancen für eine Verkehrswende in Essen. Sicherheit für Radfahrende geht definitiv mit einer Reduzierung des Autoverkehrs einher, denn dort, wo weniger Autos fahren, fühle ich mich auf der Straße sicher, vor allem, wenn ich dort mit meinem 8-jährigen Sohn und meiner 4-jährigen Tochter unterwegs bin. Danke. Meine Damen und Herren, es ist kein Geheimnis. Ein Bürgerinnenbegehren richtet sich entweder gegen einen Ratsbeschluss oder wie im Fall des Radentscheid Essen initiiert es etwas, weil der Rat der Stadt es selbst noch nicht tut. Daher freut es uns umso mehr, dass sich der Wind in den letzten Monaten durch unser Zutun offenbar gedreht hat und Radfahrende von nun an Rückenwind aus ungeahnter Richtung erwarten können. Wir alle und insbesondere Sie als Politikerinnen und Politiker werden nicht nur nach dem beurteilt, was wir entscheiden, sondern auch, warum wir etwas entscheiden und vor allem, ob wir es dann auch tun. Wir begrüßen es sehr, wenn heute eine große Mehrheit des Stadtrates unserem Bürgerinnenbegehren beitritt oder uns überholt, wie unser Anwalt sagen würde, und unseren Text und damit die Forderungen des Radentscheid Essen im Wortlaut 1:1 beschließt. Für uns ist damit ganz klar die Erwartung verbunden, dass die Umsetzung umgehend begonnen und dann konsequent fortgesetzt wird. Dafür ist aus unserer Sicht ein Sofortprogramm Radentscheid mit einer Aufstockung der Personalstellen, insbesondere für Planerinnen und Planer, zwingend erforderlich, und diese muss bereits in diesem Jahr beginnen.
Derzeit lassen sich hohe Förderquoten erreichen und damit die zusätzlichen Kosten für den städtischen Haushalt minimieren. Und um dieses Geld nach Essen zu holen, sind entsprechende Personalstellen Grundvoraussetzung. Der Fachkräftemarkt ist hier jedoch bereits sehr angespannt, daher ist schnelles Handeln unerlässlich. Wir werden die Umsetzung aufmerksam begleiten und uns mit konstruktiven Vorschlägen gerne in die öffentliche Diskussion einbringen. Mehr als 200 Aktive sind über das Jahr des Engagements im Bürgerinnenbegehren zu Sachkundigen rund um den Radverkehr geworden. Die Unterstützerinnen des Radentscheids kommen aus Stadtteilen verteilt über das ganze Stadtgebiet und kennen die Probleme, Defizite und Erfordernisse vor Ort. Dieses Netzwerk werden wir auch nach dem heutigen Tag pflegen und weiter ausbauen. Ob vor oder nach der Wahl, die Umsetzung darf nicht zum politischen Spielball werden, sondern muss eine Konstante über die nächste Dekade darstellen, um ihre Wirkung zu erzielen. Denn knapp 24.000 Unterschriften in nur 3 Monaten sind eine klare Ansage aus der Bevölkerung. Und wir sammeln noch weiter Unterschriften, denn das Thema ist auch morgen noch auf der Agenda der Kommunalwahl und der Stadtpolitik. Wir freuen uns über einen fahrradfreundlichen neuen Stadtrat, unabhängig von Parteien und Fraktionen. Das Bürgerinnenbegehren war die uneingeladene Partizipation. Nach diesem Erfolg freuen wir uns auf die Einladung zur Partizipation und den konstruktiven Dialog mit Politik und Verwaltung. Zur effizienten Umsetzung der beschlossenen Ziele wünschen wir uns auch eine institutionelle Verankerung, etwa einer Beiratsstruktur und einer Beobachterinnenrolle für Vertreterinnen unseres Radentscheidbündnisses. Wir freuen uns auf den kontinuierlichen Dialog mit Radpolitik, der Ratspolitik und Verwaltung. Und als Radfahrerinnen und Radfahrer bleiben wir natürlich auf der Straße so oder so aktiv. In diesem Sinne erwarten wir heute einen Beschluss, der Bestand hat und der es ernst meint. Und wir möchten Sie ermutigen, machen Sie Essen zur Fahrradstadt, geben Sie Ihre Stimme für bessere Radwege in Essen. Vielen Dank. So, herzlichen Dank für das engagierte Vortragen. Auch vielen Dank alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die ja die 3 Vertretungsberechtigten heute hier auch ans Mikrofon gebracht haben und damit auch in ihrem Sinne auch ans Ziel ihrer Bemühungen. Wir würden jetzt quasi eröffnen die fraktionelle Beratung. Es beginnt der Fraktionsvorsitzende der SPD, Ingo Vogel. Danach würde die CDU, wer spricht für die CDU? Jörg Uhlenbruch für die Grünen. Wer spricht? Rolf Fliss. Danach wird Tierschutz SLB, Frau Dr. Hesch-Orgers, für die Linken, wer spricht da? Wolfgang Freie, Freie Wähler, EBB, wer spricht da? Kai Hemmsteg und FDP, Hans-Peter Schöneweiß. Und dann geben wir den Einzelvertretern auch die Gelegenheit, oder fangen wir doch von vorne an. Bitte. Herzlichen Dank. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, keine Sorge, ich werde jetzt nicht unseren ganzen Antrag wiederholen. Die Inhalte des Bürgerbegehrens sind uns allen bekannt. Die Argumente sind alle gerade vorgetragen worden. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, sehr gerne. Erstens, wir treten natürlich nicht dem Bürgerentscheid bei, sondern wir werden unseren Antrag beschließen. Ich hatte manchmal den Eindruck, da besteht hier und da noch eine gewisse Sorge, aber die SPD-Fraktion steht zu dem, was sie sagt, und da müssen Sie keine Angst haben. Wie sieht unsere Stadt der Zukunft aus? Sozial gerecht, viel grüne Natur, Mobilität gehört dazu. Sicher ist, was wir in Zukunft wollen, müssen wir allerdings jetzt anpacken. Und deshalb freue ich mich, wie gerade schon gesagt, dass wir uns heute wahrscheinlich gleich mit großer Mehrheit dem Ratentscheid Essen und seinen ambitionierten Zielen anschließen und den Antrag beschließen. Und es sind wirklich ambitionierte Ziele. Wir haben gerade einige davon gehört. Unterbrechungsfreies Radroutennetz, sichere Kreuzungen, neue, bessere Fahrradstraßen, sichere Radwege, insbesondere an Hauptstraßen, Fahrradstellplätze. Wenn man das alles so hört, kann man sich vielleicht denken, das sollte in einer fahrradfreundlichen Großstadt ja eigentlich selbstverständlich sein. Ist es allerdings leider bei uns noch nicht. Umso besser, dass wir jetzt und heute dieser Selbstverständlichkeit nachkommen und die fahrradfreundliche Stadt der Zukunft mit Mitteln und einem Zeitplan ausstatten. Die SPD-Fraktion hätte sich auch durchaus eine Idee eher und früher vorstellen können, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Allerdings war natürlich der berechtigte Wunsch der Initiative, den wir respektiert haben, Raum und Zeit zu geben, selber mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die Unterschriften zu sammeln, da auch das ist ein hohes Gut der Demokratie, Austausch, Mehrheiten finden, organisieren und Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen.
Ich möchte deshalb wirklich alle Initiatorinnen und Initiatoren und das gesamte Team des Ratentscheides Essen ausdrücklich loben. Und wir sprechen als SPD-Fraktion unsere Anerkennung aus, was Sie hier auf die Beine gestellt haben für Ihre und mittlerweile auch unsere gemeinsame Vision einer Stadt der Zukunft. Das ist eine wirklich tolle Leistung. Dankeschön dafür. Die Kostenschätzung, gerade schon erwähnt worden, belaufen sich für dieses Vorhaben auf 232 Millionen Euro. Das ist schon eine Hausnummer, das ist klar, aber es war auch immer die Position der SPD, Zukunft gibt es nicht zum Nulltarif an der Stelle. Und die Frage darf nicht sein, was kostet uns das, sondern was ist es uns wert? Und hier gilt das auch für unsere Fahrradzukunft und heute kommen wir unserer Devise nach, weniger reden, mehr machen. Und ich freue mich, dass wir das heute auf den Weg bringen und auch weiterhin mit Ihnen allen im Gespräch bleiben, mit den vielen Fahrradinitiativen, die es noch über den Ratentscheid hinaus gibt. Und die SPD-Fraktion will da auch wirklich gerne mit Ihnen im Gespräch bleiben, wurde eben auch erwähnt. Zu den Punkten der Anträge will ich vielleicht noch ergänzen. Einmal geht es ums Personal. Also wir sind gar nicht dagegen. Selbstverständlich muss sofort das personell hinterlegt werden, damit auch erstens Fördermittel und weitere Schritte in Gang gebracht werden. Nur aus unserer Sicht sollte man das vielleicht etwas offener gestalten und nicht eine exakte Anzahl von Stellen schon jetzt benennen, sondern wir geben eher als Politik den Rahmen vor. Und aus unserer Sicht ist das operative Geschäft der Verwaltung. Da hätten wir jetzt eher Vertrauen darin, dass da dann genau geguckt wird, wann braucht man welches Personal. Das kann ja aufwachsend erfolgen. Ob man jetzt die genannten 8 schon sofort braucht, wir können das nicht genau bewerten. An der Stelle würden daher das etwas offener gestalten, wie gesagt. Das Zweite ist das Thema Beirat oder Lenkungsausschuss, wie es genannt wird. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig, was das Einrichten weiterer Gremien angeht an der Stelle. Aber vielleicht könnte es eine Idee sein, dass man den Lenkungsausschuss, den es beim ÖPNV bereits gibt, um das Thema Fahrrad-Radverkehr erweitert. Und dann hätte man möglicherweise ein weiteres Thema, aber bereits in einem bestehenden Gremium und könnte damit vielleicht Synergieeffekte erzielen. Ansonsten, wie gesagt, wir finden es eine tolle Sache, wir stimmen zu. Und ich denke mal, das wird gleich in großer Mehrheit passieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht der Fraktionsvorsitzende der CDU, Jörg Uhlenbruch. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, mit dem Antrag, den wir heute hier gestellt haben, folgen wir nicht nur dem Bürgergebären und dem Ratentscheid, sondern wir folgen auch dem, was wir schon im September letzten Jahres beschlossen haben, nämlich die Vorlage zum Model Split 2035. Die Aufteilung ist ja hier schon hinlänglich beschrieben worden, das will ich mir sparen. Dieser Antrag unterstützt das nur, unterstreicht das nur, was wir ohnehin auch schon vorhatten. Das hatten wir auch gegenüber dem Bürgerbegehren auch schon angemerkt. Trotzdem ist es richtig, dass wir heute das nochmal präzisieren. Und deshalb haben wir ja auch hier diesen Antrag als Antragsteller mit drauf. Wir müssen auch auf die veränderten Lebensverhältnisse der Menschen reagieren, auf die veränderten Verhalten der Menschen reagieren. Das können wir nicht ignorieren. Und von daher müssen wir den Radverkehr hier in Essen auch ausbauen. Wir stehen dafür, dass mit eigenen Trassen zu machen, also eigene Hauptverkehrstrassen nur für die Fahrradfahrer, weil nur so, glauben wir, werden wir den Radverkehr so attraktiv schaffen, dass er hinterher auch die gewünschten Effekte hat. Uns ist auch nochmal wichtig, dass das nicht in Konkurrenz zu anderen Verkehrsträgern steht, weder zu Fußgängern noch zum Autoverkehr, weil wir wollen eine eigene Infrastruktur schaffen, wie gesagt, für den Radverkehr. Und nur, glaube ich, so kriegen wir eine Attraktivität hin. Ich will jetzt auch nicht alles wiederholen, deshalb fasse ich mich auch ein bisschen kürzer, was auch schon gesagt worden ist. Es sind viele richtige Dinge gesagt worden. Ich schließe mich auch dem an, was Ingo Vogel gesagt hat. Wir brauchen jetzt nicht noch zusätzliche Gremien. Das mit dem Lenkungsrat ÖPNV, den zu erweitern, ist ein Vorschlag. Wir glauben auch, dass wir der Verwaltung nicht vorschreiben müssen, wie sie das jetzt auch personell zu unterlegen hat.
weil ich glaube, dass die Verwaltung dann auch schlau genug, das zu tun. Ich glaube, dass man das im Zweifel auch durch Umschichtungen hinkriegt. Also von daher ist es natürlich selbstverständlich, da bedarf es oder bedurft es unserer Meinung gar nicht eines Antrages, den die Grünen und auch die Linken gestellt haben, dass es natürlich mit mehr Personal gehen muss. Wir haben jetzt nochmal nachgelegt, damit hinterher uns nicht der Vorwurf ereilt, wir wollen gar nicht mit mehr Personal ausstatten. Und wir sind ja eigentlich im Grunde gar nicht dafür. Doch wir wollen diese Wende auch schaffen. Sonst hätten wir diesen Antrag nicht gestellt, sonst hätten wir auch vor einem Jahr nicht der Vorlage Model Split 2035 zugestimmt, weil dann hätte es auch keinen Sinn gemacht. Und von daher war ich immer verwundert darüber, dass man der CDU nachgesagt hat, sie wird das nur mit halbem Herzen machen. Nein, wir sind da mit vollem Herzen dabei. In der Vergangenheit, gebe ich zu, hätte man schon eine Menge machen können. Das ist nicht passiert. Das müssen wir ändern. Und das werden wir auch ändern. Wir werden dazu auch, wie gesagt, eigene Vorschläge machen. Also von daher auch nochmal an die Grünen. Wir haben ja diesen Antrag gemeinsam gestellt. Warum man auf das Thema Personal nicht bei einem gemeinsamen Antrag vorher eingegangen ist, erschließt sich mir nicht, ist mir auch rätselhaft, weil wir ja auch schon noch einige andere Punkte ergänzt haben. Wir haben auch nochmal explizit reingeschrieben, dass wir im ersten Quartal 2021, also bis März nächsten Jahres, einen Katalog von Maßnahmen haben wollen, die wir kurzfristig umgesetzt haben wollen. Das geht auch über das hinaus, was das Bürgerbegehren auch beantragt hat oder auch gemacht hat, weil da war es erst ab 2020. Und wir haben auch nochmal die Verwaltung aufgefordert, was im Prinzip auch eine Selbstverständlichkeit ist, wenn man das machen will, entsprechende Investitionsmittel bereitzustellen. Aber dafür muss ich als Verwaltung auch wissen, ab 2022, wo ich denn was wie auch installieren will. Von daher ist das klar. Und das geht nur mit mehr Personal. Das hätten wir auch noch reinschreiben können. Wir haben das jetzt nochmal ergänzt, damit das auch klar wird und damit ja auch keine Missverständnisse entstehen. Also von daher würden wir bitten, unserem Antrag so zu folgen. Ich danke. Vielen Dank. Nach dem Fraktionsvorsitzenden der CDU spricht jetzt Rolf Liss für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Radentscheids, liebe Testimonials, liebe Freunde der Verkehrswende, liebe Ratskollegen, sehr geehrter Oberbürgermeister. Es ist ein toller Tag für mich, heute hier in der Grugerhalle genau zu diesem Punkt sprechen zu können. Denn als ich vor knapp 30 Jahren in der Essener Fahrerinitiative, später auch im ADFC, mich einsetzte für eine Verkehrswende, war Essen noch eine Diaspora-Stadt, was den Radverkehr angeht. Wir hatten die rostige Speiche bekommen, wir bekamen vom Stiftung Warentest das mangelhaft, sogar wiederholt. Und dann kam irgendwann die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt Essen. Und nun 2017 die grüne Hauptstadt mit dem sensationellen 25% Model-Split-Ziel. Und nun heute der Radentscheid Essen, dem wir beitreten. Das ist sensationell, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch gerade in den letzten Jahren einiges sehr, sehr langsam ging, was meine Fraktion und ich immer wieder kritisiert haben und das eher mit dem Siechtum einer Schnecke verglichen haben, zuletzt beim Weiterbau des Radschnellweges RS1 in Richtung Osten, Richtung Eltingenviertel, mit dem immer noch nicht realisierten Brückenschlag über die Gladbecker Straße. Vor zehn Jahre Diskussion brauchten wir für den Brückenschlag über den Bertolt-Beitz-Boulevard. Vor 20 Jahren begannen wir mit der Diskussion eines Radweges über das Romhüllergleis. Und wie gesagt, weitere 5 Jahre werden wir noch warten müssen, bis der RS1 im Bereich Eltingenviertel hoffentlich dann auch fertig gebaut ist. Wir haben aber viel Zeit auch verloren durch endlose Debatten im ASP und anderswo, weil sonst wären wir sicherlich schon 2-3 Jahre weiter. Ich weiß auch noch genau, wie 1999 Bewilligungsbescheide für den Radverkehr auf der Weserstraße an das Land zurückgegeben worden sind, bei dem damaligen Regierungswechsel. Ich kann mich noch gut erinnern, dass eine Fahrradstraße auf der Landvermann-Fähre zurückgebaut werden musste, weil sie nicht politikkompatibel war. Und ich weiß auch noch, wie eine Bezirksvertretung im Essener Süden gesagt hat, in unserer Bezirksvertretung wird es niemals eine geöffnete Einbahnstraße geben.
Und wenn ich in dieses Jahr zurückblicke, da wurden die Anträge auf die Einrichtung von Pop-up-Radwegen abgelehnt. Wurden die Anträge, keine freien Rechtsabbieger mehr zu realisieren, abgelehnt. Und ich kann mich noch gut erinnern an das Aufjaulen, als es darum ging, modale Filter für die Fahrradstraße auf der Rüttenscheider Straße einzurichten, weil an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Pkw-Stellplatz weggefallen wäre. Also der große Konsens, der jetzt hier sich heute abzeichnet, ist eigentlich kein großer Konsens, sondern es ist der kleinste gemeinsame Nenner. Aber immerhin eine Weichenstellung, eine wesentliche Zäsur in der Radverkehrspolitik in Essen. Und darüber freue ich mich, dass wir gemeinsam mit SPD und CDU und auch den Linken diesen Weg gehen können. Aber wie immer steckt der Teufel im Detail. Wir werden den Lackmustest machen und gucken, was ist versprochen worden und was kann sich nachher tatsächlich realisieren lassen. Und da muss man auch die Kolleginnen und Kollegen der Bezirksvertretungen 1 bis 9 entsprechend mitnehmen. Der Vorschlag von den Radentscheidern, diesen Textbaustein mit den drei Worten rauszunehmen, dem können wir folgen. Dieser Wind of Change, der ist wichtig, das haben wir ja schon deutlich gesagt, und 23.693 Unterschriften der Erwachsenen Vertretungsberechtigten plus die 800 wunderbaren Unterschriften der unter 16-Jährigen haben mich am Montag bei der wunderbaren Übergabe dieser Zeremonie vor dem Rathaus echt gerührt. Und es war einfach wunderbar zu sehen, dass dieser Radentscheid breitest getragen wird, auch von unseren Kindern und Jugendlichen. Wenn es um die Stellen geht, da müssen wir konkret werden. Und die Große Koalition hat heute in dem Textbaustein nur reingeschrieben, das erforderliche Personal entsprechend einzusetzen. Das ist mir hinreichend unkonkret und ich hätte es gerne präziser. Deswegen haben wir auch geschrieben in unserem grünen Antrag, mindestens 8 von den 19 Stellen sind unverzüglich zu besetzen, damit auch Klarheit ist, worüber wir reden. Und auch der Vorschlag, den Lenkungsausschuss ÖPNV, da haben wir auch einen Vorschlag zugemacht, den jetzt einfach dem ÖPNV-Ausschuss anzugliedern, das wird unserem Anspruch nicht gerecht. Weil Radverkehr ist eben nicht ÖPNV. Die ergänzen sich natürlich im Zuge einer Verkehrswende, weil ja beide 25% bekommen sollen, was wir ausdrücklich für richtig halten. Aber das jetzt zusammenzuschmeißen, das ist nicht der richtige Weg und wird auch dem Anspruch, eine Verkehrswende zu realisieren, nicht gerecht. Unser Vorschlag ist deswegen ein ganz anderer. Wir wollen einen leistungsstarken Lenkungsausschuss, der kompetent besetzt wird von den Radentscheidern, aber auch den Fahrradverbänden EFI, ADFC, Velocity Ruhr, Critical Mass. Und euren Sachverstand, 200 Aktive haben wir ja mittlerweile in dieser Stadt, auch das ist eine Wahnsinnszahl, euren Sachverstand brauchen wir und der würde im Lenkungsausschuss ÖPNV absolut untergehen. Und deswegen nochmal der klare Wunsch meiner Fraktion, dass unserem Antrag bitte beizuspringen ist und dass wir einen eigenen Lenkungsausschuss ÖPNV für 25% Radverkehr gründen. So, das war es jetzt im Wesentlichen. Ich freue mich trotzdem, dass wir diesen Meilenstein haben und vor der Kommunalwahl noch auf den Weg bringen. Aber ich weiß, es ist ein hartes Stück Arbeit, das nachher auch so wie geplant in die Tat umzusetzen. Und ich sage deswegen Glück auf und Pedal und Rahmenbruch, dass wir Erfolg haben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank. Als nächstes spricht Frau Dr. Elisabeth van Heesch-Orgas für die Fraktion Tierschutz Sozialliberales Bündnis. Und danach hält sich Herr Freie vielleicht schon mal bereit. Vielleicht kann er schon mal nach vorne kommen. Liebes Team des Radentscheides, heute ist ein großer Tag und wie richtig gesagt wurde von euch, darf es nicht dabei bleiben, dass heute eine Art Lippenbekenntnis erfolgt. Ihr habt gesagt, 4 Ratsfraktionen unterstützen euch. Ich möchte der Ordnung halber darauf hinweisen, dass die Ratsfraktion der Tierschutzpartei SLB ausdrücklich angeboten hatte, diesen interfraktionellen Beitritt zum Radentscheid mitzuzeichnen. Sei es drum, selbstverständlich stimmen wir heute zu. Und wir werden auch hier nachhaltig verfolgen und begleiten und mit eigenen Anträgen und Aktionen unterstützen, dass die Verkehrswende für Essen auch tatsächlich umgesetzt wird und nicht nur, dass die heutige Erklärung dem Kommunalwahlkampf geschuldet ist. Kommunalwahl ist Klimawahl, das ist ein ganz wichtiger Satz. Und das heißt, alle, die sich heute hier erklären,
sollten auch wissen, dass sie es ernst meinen müssen im Hinblick auf die Situation des Stadtklimas, des Weltklimas. Und für uns als Tierschutzpartei muss ich natürlich dann auch darauf hinweisen, die Verkehrswende ist ein ganz wichtiger Schritt, gerade in hier in der Großstadt Essen, in einem Industrieland wie der Bundesrepublik Deutschland, in Europa. Aber was wir parallel zwingend dazu brauchen, um gegen den Klimawandel anzutreten, ist der Ausstieg aus der Massentierhaltung. Wir hatten hier heute einen Antrag eingebracht als Tierschutzpartei, dass es in den öffentlichen Küchen in Essen vegane Mittagsoptionen geben soll und pflanzliche Milch. Da haben alle anderen Fraktionen gesagt, das möchten wir gerne in Ruhe beraten. Verkehrswende muss kommen. Ernährungswende muss kommen. Und wir werden hier begleiten, wer es tatsächlich ernst meint. Euch herzlichen Dank für das großartige Engagement und weiterhin alles Gute. Danke. So, als nächstes spricht Wolfgang Freie für die Linksfraktion und danach würde Herr Hemmstege, aber Hemmstege ist schon ziemlich nah am Rednerpult, der braucht noch nicht auf den Weg. Ist ein bisschen jünger. Der macht einen Sprung, dann ist er da. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja schon überlegt, ob ich heute hier überhaupt noch mal in die Bütt gehen soll oder nicht auch Arbeitsverweigerung mache. Ihr wisst, das ist meine vorletzte Ratssitzung jetzt hier. Meine Partei hat mich nicht wieder aufgestellt für diesen Rat und das zehrt schon ein bisschen an meinen Kräften, muss ich schon sagen. Es hat zwei Gründe gegeben, warum ich es trotzdem mache und warum ich hier jetzt trotzdem stehe und zum Thema Radentscheid rede. Der erste ist, dass ich natürlich von Wählerinnen und Wählern gewählt worden bin, wie alle hier im Raum. Und die haben uns bis Ende Oktober gewählt und bis dahin werde ich das Amt auch entsprechend ausfüllen. Und das Zweite ist, dass ich schon ein bisschen stolz darauf bin, dass auf dieser vorletzten Ratssitzung dieser Legislaturperiode der Ratentscheid noch verabschiedet wird. Denn ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Ratentscheid, wenn er wörtlich umgesetzt wird, wenn er so umgesetzt wird, wie es da steht, zu einem Paradigmenwechsel in der Essener Verkehrspolitik wird. Wir haben hier in den letzten Jahren viel über Verkehrspolitik gestritten und ich habe auch mehrfach darauf hingewiesen, dass jetzt vor fast genau 60 Jahren der Essener Rat beschlossen hat, Essen zur autogerechten Stadt auszubauen und das auch jahrzehntelang. Jahrzehntelang die Entwicklungspolitik im Verkehr der Stadt bestimmt hat. Jetzt diskutieren wir seit Jahren über die Verkehrswende und es hat sich durchaus auch einiges getan. Wir treten da übrigens in unseren Kommunalwahlprogrammen schon seit wirklich vielen Jahren für die Stärkung des ÖPNV, des Radverkehrs, gerade im Alltag und auch des Fußverkehrs aus. Aber im Zusammenhang mit der Bewerbung um die grüne Hauptstadt ist schon ein sehr wichtiger Beschluss mit den 4x25% Model Split als Ziel gefasst worden hier vom Rat. Und der ist jetzt ja auch noch mal im letzten Jahr bekräftigt worden, dieser Beschluss, sodass also da sich schon einiges durchaus getan hat. Allerdings muss man feststellen, in der Praxis hat es in den letzten Jahren und auch in der jüngsten Vergangenheit, ich erinnere nur an die ätzenden Diskussionen um die Fahrradstraßen, um Parkplätze, die womöglich wegfallen oder auch um die Umweltspur, um die Umsetzung der Umweltspur, die ja letzten Endes auf eine Initiative der Deutschen Umwelthilfe auf die Klage zurückgeht, was für ätzende Diskussionen es hier gegeben hat. Und da waren jedenfalls Parkplätze, wie gesagt, oft wichtiger als neue Verkehrsbedingungen zu schaffen und als Verkehrswende zu schaffen. Das hatte man, diesen Eindruck hatte man sehr oft hier im Rat. Aber tatsächlich ist tatsächlich beschließt der Rat heute einen wirklich wichtigen Satz, der vorhin auch durch die Vertreterinnen und Vertreter des Bürgerbegehrens vorgetragen worden ist, nochmal der Satz, keine der Maßnahmen soll zulasten des Fußverkehrs umgesetzt werden, vielmehr wird eine Neuordnung des heute vom Pkw-Verkehrs beanspruchten öffentlichen Raums erforderlich. Dieser Satz, wenn der beschlossen wird und auch so umgesetzt wird, ist das tatsächlich schon eine wichtige Aussage für die Verkehrsgestaltung in den nächsten Jahren, weil es heißt nämlich genau nicht, was Herr Uhlenbrock eben wieder falsch gesagt hat, dass nichts
auf Kosten des Verkehrs, des Autoverkehrs gehen darf, sondern es steht ausdrücklich drin, nicht zulasten des Fußverkehrs und eine Neuordnung der vom Pkw-Verkehr beanspruchten öffentlichen Fläche stattfinden wird. Und jeder, der weiß, dass in so einer Stadt wie Essen natürlich ein Großteil der Flächen überhaupt nicht mehr erweiterbar ist, dass gerade die Verkehrswege natürlich oft feststehen, wenn man nicht die ganze Stadt abreißen will und neu bauen will, dann weiß man, dass man einfach bestimmte Beschränkungen auch festlegen muss und tatsächlich bestimmte Verkehrsmittel eben, wenn man die fördern will, denen auch mehr Raum geben muss. Und das kann nur auf Kosten des Verkehrsmittels gehen, das in den letzten 60 Jahren immer im Vordergrund der Stadtentwicklung hier stand, nämlich des Autos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch finanziell ist das, was wir heute hier beschließen werden, sicherlich nicht zu verachten, sondern ein ziemlich dickes Brett. Es geht um ein Investitionsprogramm von immerhin 232,5 Millionen Euro, die in 9 Jahren nach Schätzung der Verwaltung ausgegeben werden sollen, um die Ziele des Ratentscheids umzusetzen. Das sind knapp 26 Millionen Euro im Jahr gegenüber insgesamt vielleicht 1-2 Millionen Euro, die in den letzten Jahren in den Radverkehr reingesteckt wurden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linke hat zum letzten Haushalt verschiedene Anträge gestellt. Wir hatten zum Beispiel 3 Planer im Fahrradbereich mehr gefordert. Wir hatten eine Erhöhung der Mittel gefordert. Wir hatten 2019 gefordert, 10% der Ausgaben für den Straßenverkehr sollen für den Radverkehr verwendet werden. Manche Städte machen das ja tatsächlich so, dass sie da bestimmte Anteile festlegen und sich daran auch halten. Man kann heute sagen, das, was wir heute beschließen, ist unter dem Strich sicherlich ein größeres Investitionsprogramm und mehr. Man hätte also kleinere Schritte auch schon durchaus preiswerter haben können. Aber jetzt haben wir einen großen Brocken, der heute beschlossen wird und der uns da sicherlich voranbringen wird. Eins muss man ganz deutlich feststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Wende, die heute hier beschlossen werden soll, haben die Bürgerinnen und Bürger bewirkt. Die haben die Initiatoren des Ratentscheids bewirkt, 23.693 Unterschriften plus weitere, die noch gesammelt werden, 558 Unterschriften für den Kinderratentscheid, für die kleine Ausgabe. Und wir haben ja gesehen am Montag, wie begeistert die Kleinen waren, die da eben auch schon sich dafür stark gemacht haben, dass etwas passiert und sich etwas ändert im Verkehr. Das ist schon eine Leistung. Und das in Zeiten von Corona, in so kurzer Zeit so viele Unterschriften zu sammeln, das ist ein wirklich wichtiges Zeichen. Und es ist auch ein gut gewählter Zeitpunkt, kurz vor der Kommunalpolitik. Ich wage mal zu sagen, sonst hätte es mehr Diskussionen um diese Frage gegeben. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bürgerbegehren in Essen etwas bewirkt. Ich erinnere nur an Albau. Das Albau-Bürgerbegehren hat zwar unter dem Strich nach der damaligen Zählung ein paar zu wenig Unterschriften gebracht, um dann tatsächlich als Bürgerentscheid durchgeführt zu werden. Aber er hat natürlich bewirkt, dass der Albau eben nicht an einen Privaten verkauft wurde, sondern nur stadtintern verkauft wurde, auch wenn es nach wie vor bis heute da bestimmte Probleme gibt mit der Benutzung des Albaus für Haushaltskonsolidierungszwecke. Aber trotzdem war das natürlich ein wichtiger Punkt. Philharmonie, Bäderbürgerentscheid, Masterplan Sport, der ist zwar knapp gescheitert, aber trotzdem hat er natürlich Einfluss gehabt auf die Essener Politik. Und vieles ist gerade im Sportbereich vor dem Hintergrund dieses Bürgerbegehrens zum Masterplan Sport sehr im Konsens entschieden worden, auf sehr breiter Grundlage und in sehr enger Absprache mit Sportvereinen, mit Bürgerinnen und Bürgern und so weiter. Und das macht für uns als Linke wieder deutlich, Bürgerbeteiligung ist ein wirklich wichtiges Mittel der Politik. Es ist gut und in dem Sinne kann ich den Initiatoren und den Initiatorinnen des Bürgerentscheides oder Bürgerbegehrens, es kommt ja jetzt nur nicht zum Entscheid dadurch, dass der Ratsbeschluss heute so gefasst werden wird, wie er von mehreren Fraktionen vorliegt, da kann ich nur sagen, gut gemacht, herzliche Glückwünsche und alles Gute. Wir werden gemeinsam an der Umsetzung arbeiten und wollen auch mit euch gemeinsam auf die Umsetzung durch die Verwaltung natürlich ein Argusauge werfen und das genau gucken, was da in den nächsten Jahren tatsächlich passiert. Zu den Zusatzanträgen kurz. Wir hatten als Erste den Antrag gestellt, dass 8 Stellen zusätzlich eingerichtet werden sollen. Das war ja nicht so dadurch gekommen, Herr Uhlenbruch, dass wir gesagt haben, wir denken uns das jetzt mal auf, sondern das war eine Aussage der Verwaltung, dass sie 8 Planerinnen und Planer brauchen, um damit anzufangen. Die Grünen haben einen
im Inhalt gleichen Antrag vorgelegt und fordern darüber hinaus praktisch den Beirat für dieses Thema Ratentscheid, Umsetzung des Ratentscheids. Das würden wir gerne unterstützen. Wir sind der Meinung, dass es das Beste wäre, jetzt die Anträge, die von der Großen Koalition, den Grünen und uns vorliegen, einfach gemeinsam abzustimmen, gemeinsam dort Ja zu sagen und das gemeinsam auf den Weg zu bringen, und würden das am besten finden, wenn das passieren würde. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und wir haben noch viel zu tun. Packen wir es an. Heute ist ein Startsignal und kein Endsignal. Vielen Dank. So, als nächstes spricht Kai Hemsteg für das Erster Bürgerbündnis. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen von SPD, CDU, Grünen und Linken. Ihre Anträge und die Art und Weise, wie sie heute beraten und entschieden werden, sind ein Paradebeispiel dafür, wie man mit der Arroganz der Macht etablierte demokratische Strukturen aushebelt. Keine inhaltliche Beratung in den Fachausschüssen, trotz erheblicher finanzieller Auswirkungen und erheblicher Auswirkungen auf den Stadtverkehr. Keine konkreten Kostenzusagen und keine konkreten Erhebungen, und dennoch wollen Sie heute diesen Entschluss einfach so fassen. Das ist ein absolutes Ding aus dem Tollhaus. Das Essener Bürgerbündnis wird dem Ratentscheid heute nicht zustimmen. Und dafür gibt es gute Gründe, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Wir alle sind fahrradfreundlich, der eine mehr, der andere weniger, der eine schon immer, manche erst seit ein paar Tagen. Aber die meisten von uns, und das bestätigen die Zahlen ganz eindeutig, sollen jetzt, koste es, was es wolle, streng nach Zeitplan zur Fahrradfreundlichkeit erzogen werden, während dem Pkw-Nutzer das Autofahren, wo immer es geht, verleidet werden soll. Und genau das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist nicht der Politikstil des EBB. Wir wollen das Auto nicht verteufeln. Wir maßen uns nicht an, die Bürgerinnen und Bürger zu erziehen, und genauso wenig wollen wir die mit Abstand größte Gruppe der Verkehrsteilnehmer, nämlich die Autofahrer, ohne Rücksicht auf ihre Bedürfnisse in ihrer Mobilität derart massiv einschränken, wie es diese Vorlage zum Ziel hat. Gerade der Antrag der Grünen und kurz vor knapp heute der der GroKo zeigt, dass die Planung weiterer Verkehrsplaner nicht hinreichend vorgeplant sind und da vieles weiterhin im Unklaren ist. Ich fasse noch einmal zusammen. Von 2022 bis 2030 sollen insgesamt 90 Kilometer des Hauptroutennetzes der Stadt Essen vom Fußverkehr getrennt und durchgängig ausgeleuchtet ausgebaut werden. Zusätzlich sollen weitere 25 Kilometer Fahrradstraßen geschaffen werden. 50% der bestehenden Tempo-30-Zonen sollen in Fahrradzonen im Sinne der SCVO-Novelle umgewandelt werden. Die Errichtung von 11.500, der Herr vom Ratentscheid hat sogar 12.000 vorhin gesagt, beleuchteter und überwachter Fahrradstellplätze an Bahnhöfen und Haltestellen, an Schulen, Sportstätten, Einkaufsstraßen und in Wohngebieten sollen vorrangig durch Umwidmung von Pkw-Stellplätzen geschaffen werden. Ohne auf die verkehrspolitische Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahmen einzugehen, denn das konnten wir leider nicht inhaltlich vorbereiten, so wie es eigentlich demokratischer Brauch ist, frage ich Sie und insbesondere unseren Herrn Stadtkämmerer, wie hoch sind die damit verbundenen Kosten eigentlich und wer soll diese bezahlen? Der Antrag schweigt sich hierüber aus. Das Fachdezernat hat auf Anfrage der Fraktion der Grünen vorgestern eine erste Zahl genannt. 232 Millionen Euro. Hierbei kann es sich wohl nur um eine grobe Kostenschätzung handeln, aber keinesfalls um eine verlässliche Grundlage. Erfahrungsgemäß wird sich diese Summe am Ende mit Sicherheit verdoppelt haben. Ein paar Fragen müssen ebenso gestattet sein. Wurde dieser Bedarf der geforderten Maßnahmen jemals anhand nachprüfbarer Kriterien ermittelt? Wurde die Förderfähigkeit durch Landes- und Bundesmittel vorab geprüft? Gibt es eine empirische Erhebung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses? Oder lebt das ganze Projekt in erster Linie vom Prinzip Hoffnung und Erwartung? Hier überwiegt ganz offensichtlich der wahltaktische und der ideologische Aspekt. Das Essener Bürgerbündnis will ideologiefreie Mobilität. Wir stehen heute nicht unter Entscheidungszwang und raten daher dringend davon ab,
dass der noch amtierende Stadtrat in einer seiner letzten Sitzungen einen langfristigen und verbindlichen Rahmenbeschluss bis 2030 fasst. Ohne jede Stellungnahme des Kämmerers und der Fachverwaltung und ohne vorherige Befassung der Fraktionen, der Fachausschüsse und der Bezirksvertretung soll heute ein verbindlicher Rahmenbeschluss von erheblicher und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht überschaubarer Tragweite durchgepeitscht werden. Eine finanzielle Abenteuerfahrt ins Blaue mit unabsehbaren Folgen für den städtischen Haushalt. Das ist Politik zulasten der Mehrheit der Essener Bevölkerung, die wir mit aller Entschiedenheit ablehnen. Schließlich gibt es in unserer Stadt nicht nur Radfahrer und Fußgänger, was den Befürwortern aber offensichtlich nicht mehr bewusst ist. Der umweltfreundliche ÖPNV, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist, wird hierbei völlig außer Acht gelassen. Wir alle wollen den ÖPNV beschleunigen. Auch das sehe ich, wenn wir hier zum Teil Entschleunigungsspuren auf den Weg bringen, in Gefahr. Bitte bedenken Sie auch, dass mit Verabschiedung des Antrages traditionelle politische und demokratische Spielregeln missachtet und haushaltsrechtliche Grundsätze über Bord geworfen wurden. Wir lehnen diesen Antrag daher ab. So, als nächstes spricht Hans-Peter Schöneweiß, FDP. Und dann geht es weiter wieder von vorne. Herr Ulmbruch hat sich gemeldet. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es haben wir ja schon von allen Fraktionen die Argumente gehört, warum wir heute diesen Entscheid beitreten, der Rat in seiner Mehrheit diesen Entscheid beitreten möchte. Ich bin seit 20 Jahren im Rat dieser Stadt und habe in den letzten 20 Jahren gelernt, dass man die Finanzen auf keinen Fall aus dem Blick verlieren darf. Das erscheint mir aber hier und heute nicht mehr der Fall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der Kämmerer sich fühlt, wenn er mal hochrechnet, wie die Pandemiekosten bei uns zurückschlagen. Wir kennen die Zahlen der städtischen Tochtergesellschaften mit Millionen Defizite. Und Sie wollen heute in großer Mehrheit eine Perspektive beschließen, die uns sagt, 232 Millionen geben wir in den nächsten Jahren aus. Und das nicht, weil Sie gerade gewählt sind für die nächsten 5 Jahre, wo Sie damit entscheiden können, sondern nein, auf den letzten Metern, die wir alle gemeinsam hier möglicherweise noch verbringen. Ich weiß nicht, wer von uns im nächsten Rat hier vertreten ist. Einfach mal so 230 Millionen Euro zusätzlich als Beschwerde hin. Da sind keine Personalkosten mit drin, wenig Planungskosten. Eine ganze Menge fehlt dort. Nicht geklärt abschließend, sondern einfach hinein. Der Ratentscheid ist gut gelaufen. 20.000 Unterschriften plus ist eine ordentliche Zahl. Und was machen Sie? Ziel dieses Ratentscheides war, einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Machen wir einen Bürgerentscheid? Nein, Sie treten einfach bei und nehmen die anderen Bürger von ihrer Entscheidungsfreiheit komplett raus. Ich habe gerade gehört, Bürgerentscheid, Bürgerbeteiligung ist das höchste Gut für diesen Rat der Stadt. Dann lassen Sie auch einen Bürgerentscheid durchführen. Nein, mit Ihrem Beitritt heute wollen Sie genau das verhindern. Ohne Rücksicht dabei, wie wir die wirtschaftliche Entwicklung betrachten, ohne Rücksicht dabei, wie die Verkehre in Zukunft gelaufen und gesteuert werden sollen, das lassen Sie alles außer Acht. Ein Verhalten, das wir als Freie Demokraten so nicht mittragen können und auch nicht mittragen werden. Ich könnte jetzt einige Sachen noch zitieren, will ich aber gar nicht. Herr Hemstick hat ja gerade im Vorfeld schon gesagt, in diesem Bürgerbegehren, sind wesentlich gute Punkte mit bei. Ich will das gar nicht verdammen. Aber auch viele, die gravierende Einschnitte in das tägliche Leben unserer Mitbewohner fordern. Wenn ich daran denke, wie festgelegt werden soll, in 3 Jahren so und so jedes Jahr 3 Kreuzungen umzubauen, etc. pp. Ich weiß nicht, wie der Harter sich fühlt, aber wahrscheinlich nicht gut bei der ganzen Angelegenheit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was Sie heute hier beschließen wollen, der falsche Weg für ein falsches, normalerweise fast abgewähltes Parlament, das Kommunalparlament hier. Wir als Freie Demokraten werden das ablegen. Wir sind nach wie vor interessiert am Dialog mit den Veranstaltern, mit allen anderen. Wir haben in den letzten Jahren dort, wo es sicher und gut war, Fahrradstraßen, neue Radwegesysteme mitgetragen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Der Fußgängerverkehr ist das eine, der Radverkehr ist das andere, der öffentliche Personennahverkehr auch. Alle müssen vernünftig zusammen strukturiert werden.
Und das, was heute hier passiert, ist nicht vernünftig. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. So, herzlichen Dank. Eine Wortmeldung haben wir noch. Gibt es weitere? Sonst würde ich zur Abstimmung kommen. Man wartet erst ab, was Herr Uhlenbruch sagt. Okay. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Kai, mich wundert, was du gerade hier so erzählt hast, weil ich gehört habe, du hast den Ratentscheid mit unterschrieben. Kannst du dir vielleicht gleich nochmal sagen, ob das wirklich so ist? Ich habe es gehört, ob das stimmt. Kannst du gleich nochmal was zu sagen? Ich finde auch interessant, weil da habe ich, also da hast du dann wohl gefehlt, dass wir darüber noch nicht diskutiert haben. Ich habe in meiner Rede vorhin ja gesagt, ich habe auch, da habe ich den Leuten vom Ratentscheid auch gesagt, ich habe gar nicht verstanden, warum man so einen Antrag stellt oder so einen Ratentscheid machen will, weil wir haben das eigentlich schon beschlossen. Jetzt wird es nochmal unterstrichen, da habe ich ja gesagt, alles gut. Aber wir haben im letzten Jahr, im September, wie gesagt, die Vorlage Model Split 2035 beschlossen. Und da haben wir das intensiv beraten, was wir ja heute beschließen. Von daher ist das nur noch mal eine Bekräftigung dessen, was wir schon mal beschlossen haben. Und deshalb, glaube ich, muss man keine intensive Beratung in den Ausschüssen haben, weil das haben wir schon getan. Ich wehre mich auch dagegen, dass man mit diesem Ratentscheid, wenn man dafür ist, dass das Auto verteufelt. Das tut man überhaupt nicht. Sondern das, was wir brauchen, ist mehr Angebote für Fahrradfahrer. Und da ist, glaube ich, hier im Rat unstrittig. Und die werden wir auch schaffen und die müssen wir auch schaffen. Was das Geld angeht, ja, im ersten Schritt über 230 Millionen, hört sich viel an, verteilt über 9 Jahre, grob gerechnet jetzt jedes Jahr 25 Millionen. Man darf aber auch nicht außer Acht lassen, das haben die Initiatoren vom Ratentscheid hier auch gesagt, dass es auch eine Menge Fördergelder gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass die 230 Millionen alle bei der Stadt Essen hängen bleiben, sondern da bekommen wir auch eine Menge Förderung vom Land und Bund, sodass wir davon ausgehen, dass wir deutlich unter den 230 Millionen bleiben und andere Investitionsprojekte, die wir ja in dieser Stadt auch haben, auch da nicht zurückstehen müssen. Von daher kann ich dem Argument, dass wir das Geld dafür nicht haben, nicht folgen. Was die Personalkosten angeht, die sind in diesen 230 Millionen drin. Das kann man der Beantwortung der Fragen, die auch gestellt worden sind, auch von der Verwaltung, Frau Raskamp mag mich jetzt korrigieren, aber da sind, glaube ich, 15,9 Millionen oder so was drin. Also die sind da auch schon drin. Von daher sind die Personalkosten da auch drin. Und wenn die Verwaltung, wie ja gesagt worden ist, von sich aus schon sagt, sie wollen von vornherein 8 Stellen da reinsetzen, dann kann sie das ja tun. Aber es ihr vorzugeben von vornherein, halten wir nicht für zielführend. Deshalb haben wir gesagt, die Verwaltung muss beurteilen, was sie braucht, wie sie das braucht, ob sie jetzt 6, 7, 8, 9, 10 oder 11 Stellen braucht. Ich glaube, das können wir ja nicht entscheiden, sondern das soll die Verwaltung machen. Und wie gesagt, wir wollen, dass jetzt möglichst schnell angefangen wird. Und deshalb bitten wir um die Unterstützung. Danke. So, vielen Dank. Eine Wortmeldung haben wir noch. Hildrud Schmutzer-Jäger. Ja, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es sehr kurz, weil ich schon fast wieder so einen lähmenden Tau hier in diesem Rat, für mich jetzt Ratssaal, wahrnehme, angesichts der Tatsache, dass wir heute ja wirklich einen Schritt nach vorne gekommen sind mit dem Ratentscheid. Aber einen Punkt möchte ich aufgreifen, und das ist nämlich genau die Nagelprobe, was Hans-Peter Schöne-Weiß gerade formuliert hat. Bei einem Begehren ist es nochmal anders. Wir haben ja den Messebürgerentscheid, wie Sie wissen, erfolgreich gewonnen. Und was die entscheidende Frage ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, wenn Parkraum wegfällt, wenn wir den Model Split umsetzen, teilweise auch auf die Barrikaden gehen, da bin ich dann gespannt,
wie weit SPD und CDU dann mit uns gemeinsam diese Zielsetzung durchsetzen. Denn es bedarf auch einer Debatte. Es geht ja nicht nur darum, dass wir hier was entscheiden. Wir müssen auch mental und wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Das, was Frau van Heesch-Orgas gesagt hat, der Klimawandel, ja, das sind ja alles Themen, die mit dazu zusammengehören. Und das haben wir hier, finde ich, in dem Kontext viel zu weit nach hinten geschoben. Es geht nicht nur um den Beitritt. Es geht um einen gesellschaftlichen Wandel, der viel, viel mehr umfasst. Und da würde ich Ihnen natürlich auch recht geben. Natürlich gehört auch Ernährung dazu. Wir haben aber heute über den Radentscheid und die Nagelprobe, das sage ich auch den Leuten vom Radentscheid, die wird noch kommen. Bleiben Sie dran, sammeln Sie weiter Unterschriften, weil das, was heute passiert ist, ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Die Nagelprobe wird kommen und da werden wir gemeinsam schauen müssen, wie wir möglichst zügig unsere Forderungen auch umsetzen. Und das ist nämlich das Ziel. Und da gehört auch die Umwelt dazu, der Klimaschutz dazu, der natürlich auch mit dem Radentscheid einhergeht. Wir brauchen eine gesellschaftliche Wende in dieser Stadt. Das ist nämlich die wirkliche Wahrheit. Und das ist eine der größten Herausforderungen, auch wie wir es vorhin diskutiert haben bei der Krankenhausversorgung. Wir stehen vor einschneidenden Veränderungen in dieser Gesellschaft. Und die können wir nicht nur lapidar, wir treten mal bei, wir reden über die Finanzierungsmodelle, es gibt ja Fördergelder. Nein, eine Veränderung, eine gesellschaftliche Veränderung kostet Geld, liebe Leute. Es kostet was. Ohne Finanzierung geht es nicht. Und dafür stehen wir ein. Und das wollen wir gemeinsam mit den Radentscheid-Leuten auch nach vorne bringen. Und ich bitte darum, dass man dann auch zu dem steht, was heute von allen so postuliert wurde. Da bin ich sehr neugierig. Uns haben Sie an Ihrer Seite. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, damit ich zur Abstimmung komme. Ich sage mal, wie ich gedenke, abzustimmen. Ich würde starten mit dem Antrag von SPD, CDU und Grünen 0876. Danach den Antrag der Linken 1149, der quasi deckungsgleich ist. So, dann habe ich den Antrag der Grünen wieder 1165. Da geht es um die Stellen. Dann würde ich den Antrag von SPD und CDU, Entschuldigung, Moment. Linken. Und dann gab es ja noch einen linken Antrag, der ganz konkret 8 Stellen, der ist der weitergehende, würde ich sagen. Also nach dem Antrag der Linken 1149 würde ich wieder den Antrag der Linken, weil dann geht es ja um die Personalstellen, den Linken als erstes aufrufen, weil die konkret 8 zusätzliche Stellen fordern. Dann. Nee, es ist ja mehr drin hier. Ja. Sind nicht deckungsgleich. Insofern würde ich sie einzeln abstimmen. 1166, dann 1165 und dann den Antrag von SPD und CDU. Ja? Okay. Wer dem Antrag von SPD, CDU, Grünen folgen möchte, mit Herr Freie. Nee, ist aber nicht gewollt. Es gibt da genau separate Antragstellungen. Insofern stimmen wir auch separat ab. Also, ich rufe jetzt an. Auf, nicht an. Anrufe tue ich keinen. 0876, das ist der Antrag von SPD, CDU, Grünen. Beitritt des Rates statt Essen zum BürgerInnenbegehren Radentscheid. Wer diesem Antrag folgen möchte, dem ich ums Kartenzeichen. Das sind die Antragsteller, das stelle ich schon mal fest. Zusätzlich die Linke, gleichzeitig dann Tierschutz SLB, Einzelvertreter Stadtmann. Wer enthält sich? Keine Enthaltung. Wer stimmt dagegen? Bei Gegenstimmen Freie Wähler EBB und FDP mehrheitlich angenommen. Jetzt rufe ich auf den Antrag der Linken 1149. Der ist erledigt. Ich rufe ihn jetzt auf. Wer dem zustimmen möchte, dem ich ums Kartenzeichen. Das sind die Antragsteller plus Grüne, plus Tierschutz SLB, plus Stadtmann. Wer enthält sich? Keine Enthaltung, ist der Rest Ablehnung. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Dann kommt jetzt auf. Nee, wir sind in Abstimmung. Wir sind in Abstimmung. Dann kommt der Antrag der Linken, das geht jetzt um die 8 Stellen. Das ist der Antrag mit der Nummer 1166. Wer diesem Antrag folgen möchte, dem bitte ich ums Kartenzeichen.
Das sind die Antragsteller plus die Grünen plus Tierschutz SLB. Wer enthält sich? Keine Enthaltung. Wer stimmt dagegen? Einmal die Gegenprobe nochmal. Das ist SPD, CDU, FDP, EBB, Keuter, NPD-Vertreter. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Dann rufe ich den Antrag der Grünen auf mit der Nummer 1165. Das steht auf zwei Ziffern. Den kann ich ihm zur Abstimmung stellen. Wer dem Antrag folgen möchte, den bitte ich ums Kartenzeichen. Das sind einmal die Antragsteller plus Linke plus Tierschutz SLB plus Einzelvertreter Stadtmann. Wer enthält sich? Keine Enthaltung, ist der Rest als Ablehnung zu bewerten. Damit hat der Antrag keine Mehrheit gefunden. Dann komme ich zum Antrag 1177 von SPD und CDU. Wer dem folgen möchte, dem ich ums Kartenzeichen. Das sind die beiden antragstellenden Fraktionen plus Tierschutz SLB plus Einzelvertreter Stadtmann plus Teilen der Grünen. War das richtig? Okay, nicht die Grünen, nicht. Dann frage ich nach Enthaltungen. Bei Enthaltung der Grünen und der Linken. Wer stimmt dagegen? Einzelvertreter Keuter, AfD plus NPD plus FDP plus EBB. Damit hat dieser Antrag eine Mehrheit bekommen. Und damit sind übergeblieben nur die Anträge SPD, CDU, Grüne zu Beginn und der Antrag von SPD und CDU. Damit haben wir diesen Tagesordnungspunkt dann auch abgearbeitet. Und ich würde jetzt bitte zur Geschäftsordnung, sehr gerne. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eine rechtliche Prüfung dieser Abstimmung bitten. Ich halte es für unzulässig, dass ein Antrag, der im Wortlaut gleich ist, einmal beschlossen wird und einmal abgelehnt wird. Das kann nicht sein. Wir haben jetzt, der Rat hat einmal den gleichen Antrag angenommen und einmal abgelehnt. Was gilt denn nun? Das ist das Problem und da möchte ich gerne eine klare rechtliche Stellungnahme haben, weil ich nicht möchte, dass die Große Koalition an so einem Punkt, wo es um Bürgerinnen und Bürgerinteressen geht, ihre Spielchen macht, weil es geht nur darum, dass sie nicht wollen, dass die Linke mit auf dem Antrag steht, obwohl wir den Bürgerentscheid von Anfang an unterstützt haben. Und das ist nicht nur kleinkariert, das ist ideologiebesessen und verblendet und das kann so nicht stehen bleiben. Das tut mir wirklich leid. Das möchte ich, dass das klar geprüft wird, damit nicht die Nacht, die leidtragend sind, die sind, die Bürger, die das Bürgerbegehren initiiert haben. Alles gut. Aber ich habe doch gerade sehr deutlich und klar gesagt, welche Anträge hier eine Mehrheit bekommen haben. Und damit ist der Wähler und dann das Votum des Rates eindeutig und für uns als Verwaltung bindend. Darüber hinaus würden wir... Ja, der Antrag ist doch angenommen. Gut, in der Sache war der wahrscheinlich auch erledigt, weil der andere angenommen wurde. Dann wiederholen wir die Abstimmung, wenn Sie es gerne so hätten. Ich finde, jetzt geht es hier um Spitzfindigkeiten. Wenn Sie sich im Vorfeld alle nicht verständigen können auf Anträge, ich kann nur über die Anträge abstimmen, die vorliegen. So, und wenn Sie sozusagen das Ergebnis umkehren wollen und sagen, Sie es nicht. Ich habe doch gesagt, wie es zu verstehen ist, dann stimme ich jetzt nochmal ab. Es gibt einen Antrag von SPD, CDU, Grünen. Wer stimmt dagegen? So, wie gehabt. Dagegen, wer enthält sich? So, der Rest stimmt zu und damit ist dieser Antrag angenommen und der Antrag der Linken in der Sache erledigt. Gefällt Ihnen das jetzt besser? Genau das Gleiche, was ich gerade vorgetragen habe. Ja, okay. Ich glaube, dass Sie dem Ansehen da keinen Gefallen getan haben, denn rechtssicher war die Abstimmung, die ich beigeführt habe. Aber bestehen Sie noch eine weitere rechtliche Prüfung? Gut,
Okay, dann machen wir das sehr gerne. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis zur Pause, deshalb würde ich noch einen Punkt aufrufen. Punkt 9.